Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Radtour. Und ja, ich bin wieder auf dem E-Bike. Wer mein letztes Video auf YouTube oder meinen Podcast gehört hat, weiß, warum ich ja die letzten Wochen und Monate abwesend war. Zuletzt auch dadurch bedingt, dass mir mein geliebtes E-Bike, das Highbike Enduro, gestohlen wurde einfach. Und ich dann in Urlaub war und mir jetzt ein neues E-Bike ausgesucht habe und ich euch das hier in diesem Video vorstellen möchte, Beweggründe, warum ich mich genau für dieses E-Bike entschieden habe, mit auf den Weg geben. Ich habe mal einen kurzen Stopp gemacht, einen kurzen Break. Erstmal schön, dass ihr da seid bei einem neuen Video, bei einem neuen Podcast. Es gibt wieder beide Varianten bei mir auf dem YouTube-Kanal. Wer diesmal auch ja, Inspiration von der Strecke sehen möchte, denn im heutigen Video möchte ich euch darauf eingehen, auf mein neues E-Bike, was ich habe, warum es so lange Pausen gab und vor allen Dingen auch, weshalb ich mich für das Cube E-Bike entschieden habe. Und darum soll es gehen. Ihr habt mitbekommen, vor meinem Urlaub wurde mir mein Highbike gestohlen. Bin dann in Urlaub erstmal, habe dann das ganze Thema mit der Versicherung parallel abklären können. Habe erfreulicherweise eine E-Bike-Versicherung, meine Hausratversicherung bis zu 4000 Euro des Neupreises wird erstattet. Und dadurch, dass mein Highbike damals roundabout 3000 Euro gekostet hat, habe ich die vollen 3000 Euro erhalten. Tja, was war mir wichtig bei dem neuen E-Bike? Ich habe zunächst darüber nachgedacht, mir ein E-Mountainbike zu holen. Habe es aber dann auch genauso schnell wieder verworfen, weil ich nicht der Typ bin, der die Trails fährt, der nur im Wald unterwegs ist, sondern ich fahre eben meine Tagestouren, hier und da mal eine Fahrradreise, vielleicht mit meiner Frau. Das war's, da brauche ich kein E-Mountainbike für. Ich blende euch immer wieder mal ein paar Impressionen von meiner Tour ein. Ich habe jetzt vor, die ersten 30 Kilometer direkt mit euch zu teilen. Bin nur kurz vom Fahrradhändler gestern mit dem E-Bike zu mir nach Hause. Also jetzt gibt es auch im Anschluss noch so erste Erfahrungsberichte, einen ersten Eindruck, wenn man so will. Aber zunächst einmal, was waren die Gründe für mich? Für mich waren die Gründe vielseitig. Ich habe gesagt, ich wollte ein Trekkingrad haben, bin dann in den Laden und habe feststellen müssen, dass es die Trekkingräder, die ich habe, gar nicht mehr gibt mit den dünneren Reifen. Das ist dadurch bedingt, dass die Hersteller wohl schnell festgestellt haben, dass die Fahrräder für die dünneren Reifen zu instabil sind. Ich habe es bei meinem Highbike auch gehabt, es eierte hier und da, je nachdem, wie das Ganze passiert ist, ob zu hohe Bordsteine, was auch immer. Fakt ist, alle Trekkingräder gibt es in der Regel nur noch mit diesen breiteren Reifen. Und ich muss sagen, auch die ersten Kilometer war ich positiv überrascht. Ich dachte, durch die größere Reibung ist alles schwieriger. Aber ich meine, das ist aufgrund der E-Technik des E-Bikes, des elektrischen Motors als Unterstützung völlig egal. Also von daher passt das wunderbar. Und das war für mich jetzt nicht der ausschlaggebende Aspekt, dass ich dann die Reifen nicht mehr hätte. Viel wichtiger war mir, ich wollte die neue Akkutechnik haben, den neuen Motor, der neuesten Generation. Akku ist 750 Watt, 85 Nanometer. Und so, also das Höchste, was Bosch im Moment bietet, um auch gut, wenn es mal etwas bergig ist, die Berge hochzukommen. Das war ganz wichtig für mich. Ich wollte einen Gepäckträger haben, wo ich meine Fahrradtaschen dran machen kann. Ich habe Hydraulikbremsen, ich habe eine Federung, das ist neu, die ich entsprechend mit Luft befüllen muss, nach einer gewissen Zeit, so 3 bis 4 Monate wohl. Das heißt, ich brauche noch eine Hydraulikpumpe, die habe ich mir jetzt noch nicht geholt, die werde ich mir morgen, übermorgen noch holen. Und dann habe ich die entsprechend auch. Und ja, das waren so erstmal so die wichtigsten Aspekte. Und dann war es mir wichtig, aber es war so ein nice to have,
Es gibt ja mittlerweile dann auch die Möglichkeit, das per Smartphone zu koppeln. Bei Bosch ist es ja die App, ich muss gerade noch mal schauen, die Flow-App, genau, die man nutzen kann, wo man weiterführende Statistiken und so weiter entsprechend nutzen kann. Auch Updates vom E-Bike werden darüber gemacht. Das muss ich mir noch genauer anschauen. Habe schon ein Update irgendwo gesehen und muss mir das noch aufspielen, beziehungsweise ob er das schon zu Ende gemacht hat. Genau, Übertragung pausiert 49%. Das muss ich noch machen, wenn ich wieder zu Hause bin. Da bin ich mal gespannt, was er da genau überträgt. Ob es jetzt nur für das Kiox ist, gehe ich von aus. Das wird sich zeigen. So, das war nice to have. Das heißt, ich habe die neueste Technik. Das ist die 24er Version des E-Bikes von Cube. Wobei der Verkäufer mir sagte, zwischen 23 und 24 gab es wenig Veränderung. Der 57er Akku sagt mir ungefähr, in welchem Modus ich fahre. So um die 120, 130 Kilometer kann man damit schaffen. Was schön ist, es gibt neue Stufen, Turbo, Auto, Tour plus Eco. Das war bei mir bei meiner alten Version noch ein bisschen anders. Auto finde ich ganz nett, da ist er wirklich individuell, geht er in den einzelnen Modus und unterstützt da, ja, ich sag mal, flexibel. Das ist ganz nett. Man sieht dann auch nachher eine Statistik und so weiter. Also das ist alles nice to have. Wichtig war mir eben, wie gesagt, es musste entsprechend diese Komponenten, das waren für mich die wichtigsten, beherrschen, hätte ich bald gesagt. Dann war es mir wichtig, dass es nicht zu schwer ist. E-Bikes sind ja von Hause aus schon sehr schwer. Das wiegt so roundabout, ich glaube, 28 Kilo. Allein der Akku wiegt 4 Kilo. Das heißt also, auch da mit meinem Fahrradträger keine Probleme zu kriegen, auch wenn ein zweites Fahrrad dabei ist, wegen der Traglast, ist das ebenfalls wichtig, dass das eben funktioniert und gewährleistet ist. Dann habe ich die besseren Scheibenbremsen, fragt mich nicht, welche es letztendlich sind. Es sind die besseren. Es gibt auch noch eine schlechtere Variante, wenngleich die für mich mit Sicherheit auch ausreichend gewesen wären. Für meine Ansprüche, die ich da habe, ist das bestimmt ausreichend. Ja, das war wichtig. Dann war es mir auch wichtig, dass ich eben Gepäckträger habe für meine Taschen. Das habe ich, glaube ich, schon gesagt. Verbindung mit dem Smartphone. Die 85 Nanometer. Und wichtig, oder nochmal ganz genau, das Cube Kathmandu Hybrid EXC750 ist das Gerät, welches ich mir gekauft habe. Hat mir dann direkt noch Schloss mit anbringen lassen, weil ich ja jetzt ein gebranntes Kind bin. Das erste E-Bike, was mir gestohlen wurde, habe das dann da auch entsprechend direkt anbringen lassen, sodass ich jetzt also meine erste Fahrt damit machen kann. So, was sind die ersten Eindrücke? Ich bin jetzt roundabout 15 Kilometer damit gefahren und muss sagen, es fährt sich wunderbar einfach. Der Motor, den hört man. Es gibt den, ich glaube, von Panasonic einen Motor, der ist wohl extrem leise, den hat man mir auch gezeigt, den hörte man wirklich gar nicht. Aber das war mir dann letztendlich auch egal, sondern ich bin bekennender Bosch-Fan, bin damit auch sehr zufrieden. Also von daher passt das schon. Und ja, ich würde vorschlagen, jetzt gehen wir zurück auf die Strecke, beziehungsweise wir fahren einfach mal weiter. Und ich habe hier und da immer mal wieder ein paar Erfahrungswerte, die ich mit euch teilen möchte. Ja, der erste Eindruck ist wirklich sehr positiv. Vor allen Dingen, was ich gar nicht gedacht hätte, ich hatte ja bei dem Halberg die dünneren Trekkingräder. Und da sagte man mir, dass es mittlerweile nur noch die breiteren Reifen gibt. Das hat insbesondere den Grund, dass die E-Bikes einfach zu schwer geworden sind. Um die 28 Kilogramm wiegen, manche auch 30 und mehr. Und da ist es sehr häufig passiert, und das hatte ich bei meinem Highbike auch, dass die Reifen so ein bisschen eierten, weil das Gewicht scheinbar zu schwer war. Allein der Akku wiegt hier 4 Kilo. Und dann hat man grundsätzlich diesen Schritt vollzogen, schon vor einigen Jahren. Und das muss ich sagen, ja, ist positiv. Klar ist die Reibung mehr, aber durch die E-Bike-Unterstützung ist das völlig egal.
So, ich bin den ersten steileren Berg hoch, und zwar an der Warnbachtalsperre, und habe hier verschiedene Modi getestet. Einmal Turbo und dann der Automodus, der ist zwischen Tour und Turbo. Und ich muss sagen, ich bin sehr begeistert von dieser Flexibilität. Die kann man auch nochmal individualisieren. Und das hat wirklich wunderbar geklappt und bin sehr gut den Berg hochgekommen. Also die 85 Nanometer hat man echt gespürt. Das ist schon ein Unterschied zu meinem alten E-Bike. Da bin ich ja die Tour auch schon des Öfteren gefahren. Deswegen kann ich das ganz gut vergleichen und muss sagen, ich bin sehr begeistert und angetan von diesem ersten Trip. Aber wir sind ja noch nicht zu Ende. So, nachdem wir jetzt Radwege schon ausgiebig getestet haben, soll natürlich auch ein kurzer, schneller Test durch den Wald nicht fehlen, rund 5 Kilometer. Ich muss mal eben mein Handy sicher anbringen. Ja, durch die breiteren Reifen ist das natürlich auch schon angenehmer im Wald. Also kurzum, ich bin begeistert und die Nachteile, die ich vermutet hatte, haben sich in keinster Weise bestätigt. Also wunderbar. Um nochmal auf den Reifen zurückzukommen. Ich hatte sonst immer die Sorge bei den dünnen Reifen im Wald, wenn es ein bisschen steiniger ist, dass ich mir genau immer bei den anderen einen Schlag ins Rad hole. Das hat sich überhaupt nicht bewährt. Und ja, ich habe es gesagt, es fühlt sich einfach angenehmer an. Ja, was ich mir jetzt noch holen muss, beziehungsweise ich noch beachten muss und testen möchte, ist der Sattel. Ich hatte mir einen eigenen Sattel geholt, der auf mein Gesäß quasi abgestimmt war. Das werde ich jetzt abwarten, wie er sich verhält, ob ich hier einen neuen brauche, ob ich den erstmal behalte, der standardmäßig drauf war. Und dann natürlich auch noch eine neue Handyhalterung, die ja leider mit entwendet wurde. Die Hülle habe ich noch, das heißt, ich müsste mir eigentlich nur entsprechend eine neue Halterung besorgen. Ja, das finale Fazit gibt es dann bei mir zu Hause. Ja, kommen wir zu einem kleinen Zwischenfazit. Ich habe es gesagt, ich bin sehr begeistert von dem Fahrrad, von dem Cube-Fahrrad. Alle Vorurteile, die ich hatte wegen der dickeren Reifen, haben sich eigentlich widerlegt. Das ist wunderbar. Auch ansonsten bin ich froh, den größeren Akku genommen zu haben. 750 Watt bei 85 Newtonmeter. Und auch das funktioniert am Berg wunderbar. Die neuen Funktionalitäten mit dem Kiox-System bzw. dem aktuellen System von Bosch, verschiedene Unterstützungsstufen zu haben. Die Autostufe, wo das Ganze so ein bisschen flexibler scheinbar gehandhabt wird, zwischen Turbo und Tour Plus, funktioniert super am Berg. Auch das will ich gar nicht mehr missen. Man kann sogar in der App individuelle Einstellungen vornehmen. Es gibt Statistiken. Auf dem kleinen Kiox muss ich mich noch so ein bisschen gewöhnen. Habe es ja bewusst erstmal das kleine genommen, auch aus Handlichkeitsgründen. Und bin insgesamt sehr zufrieden auf allen Belägen, sowohl Pflaster als auch im Wald, auf klassischen Radwegen. Ich habe alles mal kurz getestet in den rund 20 Kilometern und werde natürlich jetzt in den nächsten Tagen und Wochen auch noch im Detail weitere Tests vornehmen, auch mal einen Reichweitentest vornehmen, wie weit schafft der Akku es, wie gut sind die Prognosen. Auch das ist ja immer so ein Thema, die Akkureichweite berechnet sich ja immer anhand der aktuellen Fahreigenschaften, das heißt also, wenn da irgendwie steht 120 Kilometer Reichweite, 180, dann ist das immer sehr mit Vorsicht zu genießen. Also insgesamt bin ich sehr zufrieden und freue mich auf die nächsten Videos. Teilt mir gerne mal eure Erfahrung mit eurem Rad. Welches habt ihr? Seid ihr zufrieden? Worauf habt ihr sehr viel Wert gelegt? Was hat euch im Nachhinein vielleicht sogar auch enttäuscht? Auch das kann ja ein Thema sein, was mir auch noch blüht, weiß ich nicht. Dafür muss ich einfach noch mal mehr mit dem Rad fahren. Also das werden wir sehen und ich bin schon sehr gespannt.